Es ist Dienstag, der 2. Juni 2020. Sie sehen das SKB-Journal vom Stadtfernsehen Brandenburg heute mit folgenden Themen. Erneut wieder ein versuchter Tötungsdelikt. Erwischt, Botschaft vor dem Rathaus. Und Engagement, globales Anti-Atomwaffenbündnis. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum SKB-Journal. In Falkensee im Land Brandenburg kam es am vergangenen Wochenende wieder zu einem schweren... In Falkensee im Land Brandenburg kam es am vergangenen Wochenende wieder zu einer schweren Straftat. Ein 56-jähriger Berliner geriet in Streitigkeit mit einer Personengruppe. Infolgedessen schoss der Berliner auf die Personengruppe und flüchtete dann. Eine männliche Person der Gruppe verletzte sich an der Hand, sonst gab es weiter keine Verletzten. Der Tatverdächtige konnte noch am selben Abend in Berlin festgenommen werden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Und auch die Polizeidirektion in der Havelstadt hatte am Wochenende zu tun. Zwei Frauen wurden auf dem altstädtischen Markt beobachtet, wie sie mit Farbe einen Spruch auf den Boden aufbrachten. Insgesamt drei Streifenwagen rückten aus, um sich der Sache anzunehmen. Allzu gefährlich war es dann doch nicht. Die jungen Frauen hatten mittels Sprühkreide ihre Botschaft vor dem Rathaus platziert. Sie wollten auf die momentane Kita- und Hortproblematik aufmerksam machen. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Knobi, Knobi, und du bleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Themen von globaler Bedeutung sind eher selten in der Kommunalpolitik. Und so sorgte ein Tagespunkt in der vergangenen Stadtverordnetenversammlung schon im Vorfeld bei manchem für Stirnrunzeln. Nicht weniger als der Appell zum Verzicht von Atomwaffen wurde da angekündigt. Und an den solle sich die Stadt Brandenburg an der Havel nach dem Willen von SPD, Linken und Grünen anschließen. Ein Bündnis von Städten weltweit möchte mit diesem Appell auf die globalen Regierungen Druck ausüben. In Deutschland haben sich schon mehrere Städte angeschlossen, ebenso 4 Bundesländer. Atomwaffen, ja oder nein? In dieser Frage herrschte zwischen den konservativ geprägten Lagern der Stadtverordneten ungewohnte Uneinigkeit. Während die Freien Wähler Atomwaffen vor allem als Bedrohung wahrnehmen, fiel die Bewertung bei den Christdemokraten gänzlich gegensätzlich aus. Wir sind in Deutschland da nicht ganz ohne an dem Thema. Nicht nur, dass wir Lagerplatz für Atomwaffen sind, nicht nur, dass gegenwärtig auch diskutiert wird, möglicherweise diese Lager in Richtung Osten weiter zu verschieben, etwa nach Polen. Wir sind also in einer Gefährdungslage, die in der Tat da ist. Und dieser Antrag und diese Initiative, die ja auch den Friedensnobelpreis 2017 erhalten hat, ist insofern ja ein Ansatz, der international verfolgt wird. Das mag der ein oder andere naiv finden. Und das kann man auch so sehen, indem man sagt, soweit eine Erfindung da ist und Atomwaffen ist ja auch eine Erfindung, ein wissenschaftlicher Hintergrund, dann wird man das nicht wieder wegdenken können. Die Idee, das Wissen davon ist einfach da. Und deswegen hat ja dieser Ansatz auch einen appellhaften Charakter. Nachdem wir jetzt, Herr Stiegel, muss ich sagen, Sonntagsrede gehört haben, das war nicht das Wort zum Sonntag, da hätte ein anderes Ende kommen müssen. Die Existenz von Atomwaffen, ich habe es im Hauptausschuss auch schon gesagt, zeugt ja davon, dass bestimmte Konflikte derjenigen Länder, die diese Waffen besitzen, dann auch nicht militärisch ausgetragen wird, sondern es wird dort ein militärisches, strategisches Gleichgewicht gegeben. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Und
in der atomwaffenfreien Welt ist letztendlich die Abrechnung oder damit auch nicht getan, dass wir sagen, wenn wir diese Waffen letztendlich allen verbieten und alle abrüsten, würde an dieser Stelle die konventionelle Rüstung wieder angetrieben werden. Eine Einschätzung, die für ungläubiges Staunen im Plenum sorgte. Die ersten Widerworte gab es aber bezeichnenderweise wiederum aus dem Lager der Konservativen. Bei einem Respekt, Herr Schaffer, aber dass Atomwaffen Frieden sichern oder militärische Konflikte verhindern, halte ich doch für ja, an den Haaren herbeigezogen. Wenn niemand Atomwaffen hat, kann man sich damit nicht gegenseitig bedrohen. Und die Gefahr, die im Besitz von Atomwaffen liegt, ist immer die, dass irgendein Verrückter in irgendeinem Land, das Atomwaffen hat, an die Macht kommt und diese Dinger tatsächlich benutzt. Oder wenn man sich einfach mal die Rüstungsausgaben der drei großen Atommächte, Russland, China, USA, anschaut, dort steigen seit Jahrzehnten die Rüstungsausgaben jedes Jahr, unabhängig von den Atomwaffen, die diese Länder besitzen. Insofern kann ich Ihrer Argumentation da nicht folgen. Eine atomwaffenfreie Welt kann, nein, muss weiterhin unser Ziel sein und darum wird auch unsere Fraktion diesen Appell unterstützen. Vielen Dank. Doch auch Oberbürgermeister Steffen Scheller fremdelte mit dem Antrag. In diesem Fall allerdings aus recht pragmatischen Gründen. Sag mal, die werden ja nicht innenpolitisch verwendet und schon ja nicht kommunalpolitisch, die Atomwaffen. Die sind ja eher quasi aus verteidigungspolitischer Sicht und das ist ja Außenpolitik. Offenbar da und man könnte sagen, wir sind dafür nicht zuständig, aber es ist mit Sicherheit irgendwie ja auch nicht zu negieren, dass andere, die vor uns vor dieser Frage gestanden haben, sich mit dieser Frage auch positiv auseinandergesetzt haben. Die Erklärung, die die Abgeordneten da abgeben, die sieht ganz anders aus als das, was in diesem Text des Beschlussvorschlages drin steht. Sicherlich ist da ein gewisser Tenor erkennbar. Aber da steht jetzt irgendwie auch nicht drin, dass man jetzt die Bundesregierung irgendwie auffordert, da entsprechende Dinge irgendwie zu machen. Das ist aus meiner Sicht, wenn ich das mal verwenden kann, vom Inhalt des Bekenntnisses doch was anderes, was da zum Teil beschlossen wurde und was dann eben auch der Appell der jeweiligen Stadt oder in dem Fall, ich nehme das jetzt mal auf, des Abgeordneten gewesen ist. Die Sozialdemokraten versuchten sich in Aufklärungsarbeit. Herr Scheller, ich möchte Sie da beruhigen bei dem Thema, was beschließen wir eigentlich, wenn man Internet aufruft, die Seite von ICAN, dann liest man einen Text, der wortwörtlich mit dem übereinstimmt, den wir hier heute beschließen sollen. Das ist der Text, sagen die jedenfalls, glaube ich Ihnen aber im Augenblick auch, der auch in den anderen Städten zur Grundlage der Entscheidung wurde. Und wir haben ja eine lange Liste von Städten, die das beschlossen haben in den vergangenen Monaten. Und ich sehe keinen Grund, warum wir uns dem hier nicht anschließen sollten. Vielen Dank. Sogar bei der FDP keine Bedenken, trotz Bündnisverpflichtungen. Deutschland ist Mitglied eines Militärpaktes, nämlich der NATO. Und als solcher unterliegen wir im Prinzip auch den Doktrinen, die dieser Militärpakt nun von sich gibt. Was allerdings hier beschlossen werden soll, und deswegen werden wir dem auch zustimmen, ist ein Appell. Ein Appell, die Welt in eine Richtung zu bewegen, wo eventuell Kernwaffen entbehrlich werden. Wenn uns das gelingt, wäre es sehr schön. Das wird ein langer Prozess werden, der sich also nicht von heute auf morgen ergibt, sondern sicherlich über, was ich, 100 Jahre oder was geht. Aber aus dem Appellcharakter heraus ergibt sich für uns die Zustimmung zu dem Antrag. Dankeschön. Ein Antrag der Linken, der auf breite Zustimmung stößt, das gibt es in der SVV nicht oft. Entsprechend zufrieden zeigte sich am Ende die Fraktionsvorsitzende. Ich möchte meinen Vorrednern ausdrücklich danken, denn sie haben auch noch einmal wirklich hervorgehoben, welche immense Bedeutung dieser Antrag hat, den wir gemeinsam mit der SPD und den Grünen tragen. Leider haben wir es versäumt, die Freien Wähler damit einzubinden, was ich sehr bedauere. Also dieser Antrag hat eine immense Bedeutung. Worum geht es denn eigentlich bei ICAN? ICAN ist eine weltweit arbeitende Organisation und sie hat 2017 auch den Friedensnobelpreis bekommen dafür, dass sie sich nachhaltig dafür engagieren, den Weltfrieden zu sichern und zu erhalten. Kern dieser aktuellen Diskussion ist es auch, dass sich bereits 88 Städte diesem Appell angeschlossen haben. Und Herr Scheller, wenn Sie diese Liste sehen, es sind viele, viele Bürgermeister und Oberbürgermeister, die diesen auch schon unterschrieben haben.
Alle Fragen, die sich Ihnen stellen, kann man locker beantworten, wenn Sie auf die Internetseite gehen. Sie geben ein Aiken und dann finden Sie diese Information. Doch Infobedarf gab es keinen mehr. Bei der namentlichen Abstimmung setzte sich das breite positive Votum fort. Nur die CDU-Fraktion und Oberbürgermeister Steffen Scheller enthielten sich. Wir kommen zu den Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Abgesehen von dem Wind war es doch herrlich am verlängerten Pfingstwochenende. Und so geht es auch noch ein wenig weiter. Nur zum Ende der Woche hin gibt es ein paar Schauer. Am Mittwoch ist es noch heiter bei 25 Grad. Der Donnerstag schlägt immerhin noch mit 24 Grad zu Buche. Auch hier hat die Sonne die Oberhand. Aber am Freitag gehen die Temperaturen zurück auf 17 Grad. Es sind teilweise Schauer möglich. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Dienstag. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie es gut.